Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es etwas, wo ich eigentlich zuerst gedacht hatte, so, soll ich das wirklich machen? Und dann habe ich etwas gelesen, nämlich das hier. Vor nicht allzu langer Zeit. Und irgendwo ganz in der Nähe wurde ein Einkaufszentrum für die Nacht geschlossen, als ein merkwürdig leuchtender Nebel vom Himmel herabwaberte und das Einkaufszentrum bedeckte. Dieser Nebel enthielt die Transformers-Energie, die wir als Energon kennen. Als das Energon auf die Waren im Einkaufszentrum traf, erwachten diese als freche kleine Transformers-Roboter zum Leben. Diese Roboter verstecken sich nun im Einkaufszentrum und tarnen sich als ganz gewöhnliche Gegenstände, wie wir sie täglich benutzen. Nach dieser kleinen Einführung war ich dann doch hin und weg und habe dann gesagt so, ja okay, ich möchte das doch gerne aufmachen. Ich habe es nämlich von Hasbro zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben gefragt, möchtest du das vielleicht deinen Zuschauern zeigen? Und dann habe ich gesagt so, ja okay, ich möchte das doch zeigen. Irgendwie hat es mich total angezogen und ich fand es irgendwie cool. Und das sind diese hier. Es sind die Bot-Bots. Also ich finde die Idee dahinter total cool. Das sind halt kleine Gegenstände, die sich verloren haben irgendwo im Kaufhaus. Also die nicht sich verloren haben, die sind irgendwie auf die Erde. Ich habe es ja eben erzählt. Das ist auf jeden Fall, ich fand die Geschichte dahinter irgendwie so süß, dass ich gedacht habe, so, okay, ich glaube, das gefällt euch doch. Weil ich schaue natürlich immer, ich will ja nicht alles auspacken, weil ich immer ein bisschen gucken will, was könnte euch gefallen. Und dann gehe ich ja immer nach den Sachen, die mir gefallen. Und wenn mir etwas gefällt, dann gefällt es euch meistens zum Glück auch. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich mache das. Deswegen gibt es jetzt hier noch ein Hashtag Werbung. Ich sollte mal lernen, in welche Richtung ich zeigen muss. In die. Allein diese Verpackung ist schon mal mega cool. Und es gibt aber nicht nur die, was ich zum Beispiel ganz cool finde. Es gibt insgesamt, warte mal, was steht da? What? 61 zum Sammeln? Und ich glaube, es entwickelt sich über das ganze Jahr hinweg noch weiter. Ich glaube, es wird immer noch mehrere Serien geben und es gibt insgesamt dann später richtig viele und man kann diese halt auch noch verändern und das ist so... Man kann nämlich die auch so kaufen. Das heißt, es gibt nicht nur ein Blind Bag, sondern es gibt die tatsächlich auch in so einem Set. Das sind 8 Stück, glaube ich, ne? 2, 4, 6, genau, 7 und ein Blind Bag noch mit dazu. Mhm. Und es gibt auch noch 5er Sets. Ich glaube, dann sind das 4 und nochmal ein extra Ding. Habe ich jetzt gerade hier nicht liegen, habe ich aber auch noch da. Das heißt, da könnte ich auch noch ein Video zu machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich das machen soll. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Schreibt was Nettes, weil die anderen Leute liken natürlich euren Kommentar nach oben. Wenn die oben sind, die Kommentare, dann werde ich die eher grüßen als die anderen und es kann auch wieder doppelt gegrüßt werden. Und ich mache das immer über das ganze Video verteilt. So viel nochmal dazu. Ich glaube, wir machen das einfach mal so. Wir schalten schon mal runter, oder? Dann gucken wir nämlich hier mal rauf. Da ist so eine einzelne Kugel. Und das Display werde ich einfach mal zur Seite stellen, weil ich glaube, das kriege ich gar nicht auf die Kamera drauf. Aber das hier ist schon mal richtig cool gemacht, oder? Mit diesen Bubbelblasen. Ich glaube, man muss die einfach vielleicht so rausdrücken. Oh, nice! Ich sehe hier gerade, da ist ein Fragezeichen aufgestanzt. Oh Gott, hoffentlich kann man das in der Kamera sehen. Das spiegelt einfach so mega doll. Es sind auf jeden Fall hier 61. Ach, da muss man es abziehen. 61 zum Sammeln und hier vorne steht noch irgendwas anderes. Ach so, da steht insgesamt 24. Natürlich macht natürlich Sinn, weil da sind 24 Stück drin. Das sind gar nicht, es sind noch mehr. Hilfe! Und ich glaube, am Ende werden es noch viel mehr sein, wenn man die anderen Serien noch dazu zählt. Das kann ich euch nochmal sagen. Man hat verschiedene Kategorien. Moment, steht das hier drauf? So, ich habe das hier gerade mal ganz vorsichtig hingefahren. Hier sieht man verschiedene Kategorien. Guck mal, das hier ist zum Beispiel der Toilettentrupp. Da hat man dann, ich hoffe, ich kann das alles überhaupt entziffern. Wenn ich mal wieder was nicht weiß, kann ja vorkommen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, was das sein soll. Oh Gott, ich muss hier so um die Ecke gucken. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Blumenpflanze oder sowas, was ich hier gerade erkennen kann. Lost Bots? Das sind verlorene Bots. Was soll das denn sein? Das hier sind die Naschbots. Das könnte hier ein Kakao mit Marshmallows zum Beispiel sein. Sowas in der Art. Hier unten gibt es noch so eine Schreibtischgang. Also irgendwas. Keine Ahnung, was man so auf dem Schreibtisch stehen hat. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kategorien. Oh mein Gott, auf der anderen Seite sind auch noch welche abgebildet. Naja, ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich hier auch finden in den Kugeln drin. Da ist bestimmt dann auch die Kategorie noch mit dazu dabei. Was? Da steht die Kategorie noch mit dabei, das wollte ich sagen. Und dann öffnen wir einfach schon mal den ersten. Den kann man hier von unten nach oben hochziehen. Und, ach genau, hier steht nochmal drin, eine Figur ist dabei. Und es ist ab dem Alter 5. Wie man hier sieht, das sind kleine Roboter, also man kann sie transformieren. Wir schauen uns mal an, wie es aussieht.
Moment, vorher muss ich natürlich noch jemanden grüßen. Ich habe mir mal überlegt, ich grüße heute die Zoe mit 2 Punkten über dem E. Hat sie sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, das ist nämlich griechischer Herkunft. Deswegen möchte ich dich oder alle, die Zoe mit 2 Punkten über dem E heißen, grüßen. Wir grüßen natürlich die anderen Zoes auch noch, ja? Wir sind ja nicht so gemein. Dann habe ich nämlich noch ein Geschwisterpärchen da gelesen. Da heißt die eine nämlich Zoe Marie und der Bruder heißt Elias. Die beiden möchte ich auch noch ganz lieb grüßen von ihrer Mama. So, und jetzt schauen wir natürlich hier rein. Ich glaube, jetzt kann ich das einfach hier durchdrücken. Da kommt was. Es hat was gemacht. Ja, wir haben ein, was? Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich glaube, es sieht ein bisschen aus wie so ein Koffer. Wie so ein Werkzeugkoffer oder so. Ei, das muss man hier aber ganz schön rauspulen. So, danach kann man das wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden. Hier haben wir mal wieder irgendwelche Warnhinweise, gehe ich mal davon aus. Attention, alles klar. Warnhinweise interessiert mich gerade nicht so sehr. Will ich auch nicht vorlesen. Dafür aber der Beipackzettel, der ist umso interessanter. Mal gucken, ob es da auch noch eine... Oh, ich glaube, da gibt es sogar eine Anleitung für den, den ich jetzt gerade hier gezogen habe. Das ist ja meiner hier. Wow, die leiten mich richtig an, wie ich den hier zu verändern habe. Das ist ja cool. Hier oben sieht man auch schon, was da los ist im Kaufhaus. Mein Gott, da sind die eingefallen und da ist ja richtig was los. Hier oben steht bei Deutsch Backpack Bunch. Okay. Und dann steht hier Ebene, Level. Was Level? Ebene? Das finde ich noch raus. Ich weiß noch nicht genau, was das sein soll. Rolle Hipster Messenger Bag. Auf der Rückseite gibt es ein richtiges cooles Poster. Das ist ja richtig cool. Hier steht auch, es gibt noch mehr. Also man hat hier nicht alle offensichtlich drauf, sondern es ist nur ein Teil von denen, die es gibt. Weil da steht echt, es gibt noch mehr. Oder es heißt, es gibt noch mehr Serien. Könnte sich auch hierauf beziehen. Ja, das kann dann natürlich auch sein. Ab Anfang 2019 erhältlich. Genau, das geht nämlich jetzt los. Ah, ich finde es auf jeden Fall, das Poster ist schon mega cool, was die hier für eine Unruhe stiften. Und dann checken wir mal kurz aus, wie das hier funktioniert. Also den kann man hochziehen irgendwie. Und just nicht hoch. Aber ich habe den schon oben. Ups. So, ich habe mir mal kurz mit der Schere beholfen. Das ging einfacher. Ich konnte nicht mehr greifen. Ich habe ihn so nach unten gedrückt, weil ich doof bin. Dann kann man das hier zur Seite ziehen. Den und den. Da. Und dann kommen da unten noch Beine raus. Ich versuche es mal wieder mit meiner schönen Schere. So. Die ist natürlich schön spitz, da kam ich jetzt ganz gut dran. Und dann haben wir hier so einen kleinen Roboter. Also das hier ist der Kopf, ne? Da sieht man hier die kleinen Augen. Jetzt kann der hier so vorwärts laufen, so. Hey, Leute, was ist hier los? Alles klar, der ist ja schon mal nicht schlecht. Also so eine kleine Tasche, die jetzt hier sich als Roboter verwandelt hat. Nice. So, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Braucht doch ganz schön lange. Ich wollte ja eigentlich das komplette Display öffnen. Das könnte echt lang dauern. Hilfe! Ich hoffe, wir haben einen neuen. Ich grüße währenddessen nochmal die Derya. Das heißt auf Persisch tiefes Meer. Sehr hübsch, oder? Die hat sich das nämlich auch schon länger gewünscht und häufiger mal geschrieben. Muss ich das hier jetzt mal hier rauspulen? Okay, wir reißen es einfach auf. Das ist besser. Erkennt man das schon? Was ist denn das? Keine Ahnung, was ist das? Hier kann man so drehen. Okay. Oh, ich habe ihn schon aus Versehen geöffnet. Kann man noch was machen? Oh, die Füße, die kann man komplett einmal rumdrehen. Ah, das kann man auch rausmachen. Guck mal, ich hab mir noch nicht mal die Anleitung angeguckt. Oh, cool. Ah, jetzt gucken wir trotzdem mal die Anleitung an. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Cranks heißt der. Ah, nee, das ist ein nörgelnder Anspitzer. Steht hier, das ist ja richtig gut, ey. Ach so, den muss man hier so machen. Ich glaube, das ist dann schon fertig so. Das sind schon hier die Beine, die kann man dann so rumdrehen. Und dann hat er hier nämlich links und rechts die Arme. Oder ist da vorne? Nee, da ist vorne. Ach so. Da ist vorne. Das hier ist wieder diese Brille. Das sind immer die Augen. Ach so. So, und das ist ein nörgelnder Anspitzer. Meine Lieben, ich stelle gerade fest, ich brauche so extrem lang hierfür. Ich werde nur ein halbes Display öffnen. Ich schaffe es nicht, ein ganzes zu öffnen. Das dauert einfach zu lang. Und es ist echt schon ein bisschen übertrieben viel. Ihr könnt mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, soll ich das die andere Hälfte auch noch machen? Ich möchte natürlich gerne die andere Hälfte noch machen. Aber wenn ihr alle sagt, das interessiert euch nicht, dann ist es natürlich auch wieder doof. Ich möchte mich ja immer danach richten, worauf ihr Bock habt. Ah, cool. Aber das wird sonst zu lang. Ihr sagt auch manchmal ja, irgendwie das Video ist zu lang. Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen. Aber wenn ich dann so Ewigkeiten aufnehme, dann will ich euch das natürlich dann auch zeigen. Das ist ja blöd. Ich schneide ja immer schon so viel weg. Das erkennt man ja sofort, oder? Hier, eine Baseballkeule. Ah, da sieht man auch gleich, was man schon machen kann. Hier kann man was raus. Oh, da ist ein Gesicht drin. Wie süß. Und hier unten, das sind die Arme bestimmt. Ah, von oben. Ah, okay. Ach, cool. Das ist ja süß. Ja, da haben wir die Arme. Kann man hier auch noch was machen? Oh, nice. Wie gut. Guckt euch das an. Der ist ja richtig cool hier, der Baseballschläger. Den kann man so richtig auseinanderwiegen. Der gefällt mir richtig gut. Das ist ja bisher, finde ich, der Beste. Hier steht wieder, er heißt Batsby und seine Rolle Baseball-Home-Run-König. Alles klar. Ach, guck mal. Und hier steht auch, jetzt haben wir hier eine andere Ebene. Hier haben wir 2 Sterne. Vielleicht ist das die Ebene, auf der die zu finden sind. Also Stock 1, Etage 1. Bestimmt. Und hier oben steht noch, die gehören zu den Sportbots. Bots. Bot. Ups, das war fast richtig. Sehr, sehr süß. Okay, schauen wir uns den nächsten an. Ich muss sagen, die Öffnung finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man hier das von vorne nach hinten rausdrücken muss.
An irgendwas erinnert mich das. Ich weiß gerade nicht woran. Was kommt da? Ein Boxhandschuh? Nee, doch, oder? Doch, ich glaube, das ist ein Boxhandschuh. Und der ist auch wieder Etage Nummer 2. Kid Klobber. Okay. Brüllender Boxhandschuh. Hier sieht man schon ein bisschen was, ne? Man sieht hier schon diesen kleinen Boxhandschuh. Aber ich denke mal, hier kann man bestimmt auch noch was rauskriegen. Da. Den kann man so nach außen biegen. Kann man das hier hochklappen? Ja, man kann das hochklappen. Cool. Kann auch irgendwas drehen. Ich glaube, das war es hier bei dem. Dem fehlt sogar ein Zahn. Oh nein, der boxt sich, glaube ich, ziemlich gerne. Der ist mega cool. Tschüss. Tschüss. Weg ist er. So, jetzt möchte ich noch mal einen Jungen grüßen, nämlich den Joel. Und es gibt ja Joel auch als Mädchennamen, deswegen grüßen wir auch nochmal die Joel. Und es gibt noch einen Brudergruß, nämlich der Leland soll gegrüßt werden von seiner Schwester. Das fand ich auch ganz süß. Kommt schon was raus. Oha, sieht ja voll kaputt aus. Ist es kaputt? Kann man das einfach auseinanderbauen vielleicht? Das hier, das kann man hier wahrscheinlich reinmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt abgefallen ist oder ob man das wieder reinstecken kann so. Also ich mache jetzt mal die andere Seite. Oh, Tatsache. Ach was, guck mal, das kann man abmachen. Okay, meint ihr, das gehört so? Ich bin etwas überfragt. Kann ja sein, dass man das abmachen kann. Aber dann ist es ja ab. Das war sehr logisch, ne? Das kann man abmachen, dann ist es ab. Jetzt ist die Frage, ob man es wieder reinkriegt. Doch, man kann das wieder hier so reindrehen einfach. Okay, das ist ja witzig. Also den kann man tatsächlich auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch versehen, aber nee, das muss ja so gehen. Oh, jetzt kriege ich das nicht mehr zu. Also ich weiß nicht, ob ich einfach zu ungeschickt bin. Das sieht nicht ganz so hübsch aus, wie ich es jetzt hier zusammen gemacht habe. Aber ich glaube, es ist was zu essen. Also es sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich kriege das da hinten irgendwie nicht rein. Entweder bin ich zu ungeschickt oder könnte sein. Nicht auszuschließen. Egal, gucken wir einfach mal, wer das ist. Ah, der gehört zu den verirrten Bots. Hier steht das. Ein verirrter Bot? Warum ist er verirrt? Ah, dritte Etage. Frostferatu heißt er. Er ist ein mystischer Cupcake-Vampir. What? Ein Cupcake-Vampir? Okay, also wenn man das hier wahrscheinlich so aufmacht, ist es so... Ah, ist schon wieder abgegangen. Okay. Man kann auf jeden Fall die Arme auch noch bewegen. Die kleinen hier. Und dann sieht er so aus. Normalerweise hat er ja dann hier hinten auch noch seine kleinen Flügelchen, die er wahrscheinlich sogar noch so nach außen drehen kann. Ne? Dann sieht er richtig aus, als hätte er so Flügel. Weil die sind ja komplett drehbar. Problem ist halt nur, den hier kriege ich ja noch rein, aber die andere Seite kriege ich irgendwie nicht rein. Entweder habe ich zu wenig Kraft in den Fingern, das kann halt sein. Aber so, ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Das ist eine coole Idee. Okay, hoffen wir mal, dass der jetzt nicht so meine Finger hier beansprucht. Nehmen wir wieder raus. Ah, was kommt da? Irgendwas Schwarzes. Oh, ich glaube, es könnte eine Taschenlampe sein, oder? Wäre jetzt meine erste Intuition gewesen. Ja, guck mal, das ist doch eine Taschenlampe. Hier gibt es sogar einen Schalter. Funktioniert natürlich nicht, aber es ist ein Schalter. Da sehen wir doch schon, das könnten wieder die Arme sein. Ah ja, einfach wieder so rausziehen nach außen. Hier auch nach außen ziehen. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Gesicht dahinter. Ich drehe mal. Ja, na, cool. Oh, ich glaube, hier kann man auch noch was machen. Mit den Füßen hier. Was kann man da machen? Ha, guck mal, man kann die nach unten ziehen. Ich habe es mal wieder mit der Schere gemacht, da komme ich immer besser hinter. Der ist ja cool. Der ist auch sehr cool. Hier oben sieht man noch die Lampe. Er ist zu finden auf Ebene Nummer 2 und er heißt ein Dimlet. Okay, ein Dimlet und er ist ein, was? Rolle vergesslicher Taschenlampenentdecker. Vergesslicher Taschenlampenentdecker. Was ist das denn für eine komische Rolle? Und er gehört auch zu den verirrten Bots, wie das, was wir da eben auch schon hatten. Dieser komische Cupcake-Vampir. Warum haben die jetzt was miteinander zu tun? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht, weil sie einfach in einer Abteilung sind, in die sie nicht hingehören? Jetzt möchte ich noch ganz liebe Grüße senden an die Emilia und an die Emily. Wobei Emily hatte ich ja schon mal gegrüßt, aber ist auch schon wieder so lange her. Das finde ich ist okay. Ah, irgendwas Blaues habe ich schon gesehen. Ich kann es nicht erkennen bisher. Hat sich verkantet. Ich glaube, das sieht aus wie ein Buch. Oder was meint ihr? Ein Buch vielleicht? Ein Buch? Ein Portemonnaie? Portemonnaie ist das nicht. Oder eine Brieftasche oder irgendwas. Ich glaube, oder? Es ist ein Buch. Ui. Na cool. Hallo. Hallo, Herr Buch oder so. Ist das überhaupt richtig rum? Das sieht aus wie... Sind das... Ach, so rum gehört das. Das sind die Füße. Cool. Hey, Füße, kommt. Ah, da muss man aber ordentlich ziehen. So, jetzt kommen die Füße raus. So, das heißt, wir haben Füße und Arme und einen ziemlich missmutigen Kopf. Der hat keinen Bock mehr. Definitiv. Das finde ich auch cool. Den kann man richtig cool hier zusammenschrauben wieder. Da sind übrigens kleine Ärmchen auch noch mit rausgekommen. Hä? Oh, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Man kann hier nämlich noch weiterziehen. Guck mal, da kommt noch was. Nein! Ein Schlips! Nein, wie süß. Man kann die Arme hier komplett drehen. Das Ding jetzt hier, wie rum gehört das? Ist das jetzt so rum richtig? Irgendwie auf jeden Fall so hochkant, glaube ich. Oder wenn er fliegen will, könnte man die auch so nach hinten machen. Oh, jetzt habe ich sie irgendwie... Der eine ist so, der andere so. Upsa. Naja, oder halt eben so. Ich glaube, das kann man machen, wie man will. So, die gehören wieder zu Backpack Bunch. Das hier oben, das sind immer die Zeichen, zu welcher Gruppe die gehören. Etage 1 ist ja wieder zu finden. Und das ist ein super intelligenter Bücherwurm. Alles klar. Da steht Professor Wellread. Achso, wenn man das so nach vorne macht, dann könnten das hier auch die Arme sein. Ja, den finde ich auf jeden Fall auch cool. Der ist richtig cool so zum Spielen.
Jetzt gibt es noch einen kleinen Gruß an die beste Freundin Rosa und an alle anderen, die natürlich auch Rosa heißen. Oder Rosi. Da kommt, glaube ich, wieder was Neues. Oh, cool. Ich sehe schon, was es ist. Die ist schon erkannt. Habt ihr schon gesehen? Erkennt man gleich, oder? Das dürfte eine Schere sein. So ist es eine Schere. Boah, da kann man richtig viel mitmachen. Hier so nach oben. Dann hat man hier Hände. Wenn man so macht, dann hat man da Füße. Wo ist jetzt der Kopf hin? Hallo, Kopf. Kommt da noch ein Kopf? Hallo? Auch wieder das gelbe Zeichen hier. Ach, ich glaube, da ist der Kopf. Hier hinten. Ui. Aha. Ach, das ist das Gesicht. Ach so. Und dann sind das hier die Hände. Ach, der ist ja mega cool. Aber dann kann man den auch nach vorne machen, ne? Cool, den könnte man nach vorne und nach hinten, wie man gerade Lust hat. Da hat er sogar eine richtige Frisur. Der ist ja cool. Wie heißt der? Der heißt einfach mal Snippy Snappy. Okay. Etage 1. Schneller Scherenwitzbold. Der finde ich auch. Der ist echt ein cooler Typ hier. Nee, jetzt habe ich ihn falsch rum. Da ist er unten. Man könnte ihn auch so rum machen, dann guckt er ein bisschen unzufrieden. Würde auch gehen. Aber ich glaube, der gehört so rum. Das sind ja immer die Augen hier, diese eckigen Teile. Okay, was kommt jetzt? Nein, jetzt habe ich die Verpackung kaputt gerissen. Ah. Hä, stand da auch schon vorher BE? Wieso steht da BE? Hä, guck gleich mal drauf, ob das da eben auch schon stand überall. Gar nicht aufgefallen. Was kommt da denn raus? Was Grünes. Ah, ich glaube, das ist die Pflanze, die ich da vorhin gesehen habe. Cool. Die sieht auch witzig aus. Eigentlich so eine Pflanze. Und dann... Oh, da kommt was. Da kommt ein Gesicht. Oh, das sieht aus wie ein Drachen. Ist das ein Drache? Hier kann man die Füße, glaube ich, auch noch rausziehen. Cool. Das sind ja richtige... Das sind irgendwie Wurzeln, ne? Der ist ja mega nice. Ne, ein Schwanz. Der hat sogar einen Schwanz. Der ist richtig cool. Das ist so eine Drachenpflanze irgendwie. Cool. Und da kann man den wieder hier so... Wurzeln wieder einpacken. So... Dann machen wir den wieder zusammen nach vorne und dann den Schwanz wieder in die Mitte. Und dann ist hier eine Pflanze. Also der ist sehr, sehr, sehr cool. Das ist einer meiner Lieblings jetzt mittlerweile gerade. Von den aktuellen, die ich gesehen habe. Ich finde auch, je mehr man aufmacht, desto besser werden die. Rootwing. Ja, guck mal, das ist ein Dino. Ein Drache. Hä, was hat denn der da für einen Blättergürtel? Habe ich den da auch gehabt? Nee, ich glaube, das ist nur ein bisschen so auf dem Bild abgebildet. Ah, das ist eine andere Sorte hier, was Grünes. Shadheads heißen die. Okay. Ist wieder auf der ersten Etage. Und es ist ein weißes Drachen. Orakel. Also, ich mag dich, weißes Drachenorakel. Sehr, sehr hübsche Pflanze auf jeden Fall. Sehr cooler Bot. Jetzt grüße ich nochmal die Madita, weil Madita hat sich das auch schon ziemlich häufig gewünscht. Ach, guck mal, hier ist nämlich nichts drauf. Und genau deswegen grüße ich sie einfach jetzt mal und freue mich, dass es hier wieder was Neues gibt. Ja, yes, ich glaube, es ist schon wieder eine Pflanze. Die passt ja eigentlich richtig gut zu der anderen, die wir eben hatten. Sieht ein bisschen aus wie ein Frosch. Wie sieht die denn aus? Die sieht ja jetzt schon cool aus. Hä, wie will man die denn noch verändern? Aha. Also die kann auf jeden Fall das Maul aufmachen. Die hat sogar eine Zunge. Und hier unten kommen wahrscheinlich die Beine raus. Da einmal. Da auch. Hier ist auch irgendwas noch. Das ist ganz cool. Man braucht auch eigentlich nicht wirklich auf die Anleitung gucken, weil man findet das schon selber raus. Weil man immer sieht, wo hier noch was eingeklappt ist. Wenn man genau hinguckt. Aua. Oder man tut sich einfach weh. Manchmal muss die Schere auch ein bisschen mithelfen. Also jetzt haben wir irgendwie so eine fleischfressende Pflanze mit so kleinen Beinchen. Das hier kann man wahrscheinlich auch irgendwie drehen. Kann man das auch noch so zur Seite drehen? Okay, also das wäre jetzt so eine fleischfressender Pflanzenbot. Ich glaube, ich gucke nochmal aufs Bild, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Nö, hab nichts vergessen. Das ist auch wieder so ein grüner. Auch wieder so ein Shadhead. Auch wieder Etage 1. Venus Frog Trap. Also irgendein Zwischending zwischen einer Venusfalle, einer venusfressenden, also eine fleischfressende Pflanze und einem Frosch. Frog Trap. Froschfalle, okay. Hungriger Venusfallenfrosch. Tatsache. So wie ich das irgendwie auch gedacht habe. Sieht sehr eigenartig aus. Ich weiß nicht. Ich fand die andere besser, muss ich sagen. Ist jetzt keiner von meinen Lieblingen, weil ich finde, das ist zu eindeutig. Ich mag die gerne, die sich irgendwie so ganz dolle verändern können, wo man wirklich dann am Ende sieht, so cool, der hat ein Gesicht. Weil der hat ja von vornherein schon ein Gesicht. Deswegen finde ich das nicht so spannend wie die anderen. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Vielleicht findet ja jemand von euch auch den mega cool oder den besten von allen. Kann ja auch sein. Ne? Jeder ist ja frei in seinem Geschmack. Egal, schauen wir uns mal den nächsten an. Da möchte ich nochmal einen Jungen grüßen, nämlich den Raphael. Und wir hoffen, dass wir wieder was Neues kriegen. Aber es sieht sehr gut aus. Was ist das denn? Das sieht ja irgendwie eklig aus, wie so ein Pilz oder so. Was ist das? Hä? Ist der kaputt? Was ist das? Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das kaputt ist. Ich weiß nicht, was das sein soll. Könnte sein, dass es irgendwie so ein Pilzbefall oder was ist. Mal gucken, was da passiert. Oh! Ah, ein Gesicht. Und dann kann man das hier bestimmt auseinanderbiegen. Ui, habe ich ihm die Haare wieder über den Kopf gestülpt. Oh, nice. Da sind die süßen Ärmchen drunter. Kann man jetzt natürlich auch ganz gut hier immer so nach vorne biegen. Ich glaube, da geht gar nicht mehr. Da ist ja auch nicht mehr, was man noch machen kann. Aber der ist auch ganz niedlich. Nicht so viel, was man da machen kann, aber ist auf jeden Fall cool. Ich mag, dass das ja auch so witzige Haare hat. Aber ich weiß nicht genau, ob ich den so ein bisschen beschädigt habe hier vorne. Das sieht so ein bisschen so aus, als ob es kaputt gegangen ist. Oder ist es einfach nur Dreck? Kann auch sein, dass das Dreck ist, den ich da irgendwie noch abkriege. Auch wieder ein Shadhead. Auch wieder so ein grünes Pflanzenteil. Es ist wirklich ein Pilz. Fungus. Also Fungus heißt ja nicht Pilz, aber er heißt Fungus.
Fungus. Ein lebensfroher Pilz. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so lebensfroh aus, oder? Habt ihr dem mal in die Augen geschaut? Nennt ihr das lebensfroh? Really? Warte, ich zeig euch mal mein lebensfrohes Gesicht. Kennt ihr, ne? Passt ungefähr zu dem hier. Ich bin zu doof, das Papier zusammenzufalten. Hallo. Egal. So, ich würde sagen, das ist der letzte, den ich jetzt für heute noch mit aufmache. Weil wenn ich das jetzt noch weitermachen würde, dann hätte ich ja ein 3-Stunden-Video. Tatsache. Weil ich bin jetzt schon bei 1,5 Stunden. Und dann hätte ich 3 Stunden, die ich dann zusammenschneiden müsste. Dann mache ich lieber noch einen zweiten Teil davon. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, dass ich das jetzt teile, das Video. Aber ich finde sie richtig cool. Es macht echt Spaß. Ich glaube, es macht auch richtig Spaß, mit den Teilen hier zu spielen. Ich sehe schon, das sieht aus wie eine Schildkröte. Voll cool. So, zum Schluss möchte ich noch einmal die Luana grüßen. Sehr, sehr schöner Name. Also, liebe Grüße an alle, die Luana heißen. So, was kann man hier mit dem wohl machen? Da kann man wahrscheinlich den Kopf rausziehen. Wie komme ich denn da dran? Hier kann man so einhaken, hier drunter. Ich brauche meine Fingernägel noch. Tut mir leid, ich muss eine Schere nehmen. Aber ich will es auch nicht kaputt machen. Vielleicht gehört das ja auch so. Oh, vielleicht kommt das auch von alleine raus. Warte mal. Ich mache jetzt mal die hier raus. Vielleicht kann ich den ja... Oh, ich glaube, ich kann den schieben. Oh, gut, dass ich erstmal geguckt habe. Sehr cool. Kann ich schieben von innen. So, hier kommen dann noch 2 weitere Beinchen. Ah, guck mal, der kleine Schwanz. Das ist eine Steinschildkröte, schätze ich jetzt. Ich schätze, es ist eine Steinschildkröte. Die ist cool, oder? Die gefällt mir auch wieder ganz gut. Gehört bestimmt auch wieder zu dieser grünen Sorte. Yep, Shedhead ist es wieder. Und er heißt Slobber Rock. Sabbernder kleiner Stein. Oh, wie fies. Sabbernder kleiner Stein. Das ist doch eindeutig eine Steinschildkröte. Findet ihr nicht? Steini. Du heißt Steini. Der ist voll süß. Der gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube... Was ist denn mein Liebling? Ich glaube, der hier, der Drachen, diese Drachenpflanze ist mein Liebling. Die finde ich richtig cool. Aber es gibt viele, die ich gut fand. Ja, ich bin gespannt, welchen ihr am besten fandet. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher euch richtig gut gefallen hat. Ich bin gespannt, ob wir in dem Rest des Displays auch noch andere drin haben. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir irgendwas doppelt haben, weil es gibt ja so unfassbar viele. Und falls mir dann nämlich noch welche fehlen, ich habe ja noch welche in diesen 5er und 7er Packungen, die werde ich dann natürlich auch noch öffnen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr sagt, ist mega langweilig, dann nicht. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat. Und mir natürlich gerne ein Däumchen dalassen, falls ja. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann gibt es vielleicht wieder irgendwelche schönen Blind Bags, irgendwelche Sachen, die gerade neu rausgekommen sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.